Katharina Winkler è astriska autorka i akterka, koja makedonska i evropska ta književna javnost je zapoznavala sa svoj prv roman Modar nakit. Studirala germanistika, teatar i filozofija na Univerzitetu vo Vijena i akterska igra na Vijenskoj konzervatorijum. Во 2016 година се појавува нејзиниот прв роман Модар накит. Романот набрзо е преведен на повеќе јазици и достигнува бројни меѓународни признанија. Катарина Винклер денес за прв пат е гостинка во нашата земја, откако оваа година на македонски јазик се појави нејзиниот прв роман Модар накит. Хало Катарина, велкомен in Macedonien. Also, Katharina bewegt sich parallel die beide Bühne, die schauspielerische und literarische. Welche Bühne finden Sie mehr als eigene und sind Sie mehr Autorin oder Schauspielerin? Mein Zuhause ist die Literatur. Ich spiele gar nicht mehr. Das ist schon ein paar Jahre her inzwischen. Es hat einige künstlerische Wege gegeben, die ich ein Stück weit gegangen bin. Ich habe zuerst Konzertfach Klavier studiert. Und dann habe ich auch Schauspiel studiert und habe auch im Theater gearbeitet und einige Filmproduktionen gemacht. Und dann war ich auf der Universität in Wien und habe dort Literatur studiert, Germanistik und Philosophie und habe dann auch promoviert. Und ja, also ich hatte immer das Gefühl, dort nicht wirklich ganz zu Hause zu sein und hatte zu dem damaligen Zeitpunkt dann auch das Gefühl, auf diesen einzelnen Wegen mich nicht wohlzufühlen oder auch zu scheitern. Und das ist das Lustige, weil sich Leben ja immer erst rückwirkend erklärt. Und aus heutiger Sicht weiß ich, dass das alles wunderbar sozusagen zusammengelaufen ist im Schreiben und dass ich von überall was ganz Spezielles mitnehmen habe können für mein Schreiben, also aus dem Klavier, aus der Musik, unbedingt die musikalische Expression, weil ich habe eine sehr musikalisch gedachte Sprache, eine sehr rhythmische Sprache. Aus dem Schauspiel der Blick aus den Figuren, auf die Innenperspektive, auf die subjektive Sprache und ja, und von der Literatur, die Auseinandersetzung mit Literatur war ja sowieso sinnvoll, das Schreiben sozusagen. Und insofern ist das alles zusammengelaufen dann im Schreiben. Wunderbar, ja. Sie sind in Wien geboren, aber wohnen momentan in Berlin. Können Sie die beiden Metropolen angesichts der europäischen Kulturzentren vergleichen, vielleicht? Also Wien ist ja eine absolute Kulturnation, also Österreich und insbesondere Wien halt ist eine absolute Kulturnation. Und die Kunst gehört zur österreichischen Identität absolut dazu. Und der Kunst wird eine ganz große Wertschätzung entgegengebracht in Österreich. Und eine große Aufmerksamkeit und auch entsprechende finanzielle Mittel. Und das ist natürlich ein wunderbarer Nährboden für Kunst und ein toller Lebensraum für Künstler. Und zwar wirklich, glaube ich, im weltweiten Vergleich im Grunde fast einzigartig. Aber man muss auch dazu sagen, das betrifft nur die etablierten Künstler. Und wenn man ein junger Mensch ist und noch irgendwie experimentierend oder auf der Suche ist, dann ist Berlin das wesentlich besser Pflaster, weil es nicht so konservativ ist, weil es mehr Freiheit hat. Und also ich bin Berlin sehr dankbar für die Freiheit, die mir Berlin geschenkt hat, sozusagen in den Jahren. Und wenn man es dann mal geschafft hat, ist es schön, wieder zurückzukommen nach Österreich. Und da wird man dann schnell auch vereinnahmt wieder vom Establishment. Und also da kann man das dann wieder genießen, sozusagen. Aber die Freiheit, dass man sich die behält, ist ganz wichtig. Und die ist in Berlin halt. Berlin ist wilder, Berlin ist härter, Berlin ist tougher, aber einfach freier. Ja, ich stimme zu. Ich liebe auch Wien, aber ich finde Berlin sehr gut für junge Künstler und für Schriftsteller auch. Ja, danke. Jetzt zur Buchadresschen. Blauschmuck ist ein erschütterisches Bekenntnis einer jungen türkischen Frau von heute. Ich würde sagen, Blauschmuck ist überhaupt keine Fiktion. Die Geschichte ist Realität, die leider immer und immer wiederholt. Hier und jetzt, in Europa, in Türkien, in Anatolien, in patriarchale und traditionelle Familien sowie in gegenwärtige und moderne geschäftliche und familiäre Beziehungen. Blauschmuck ist auf realen Begebenheiten basiert.
Ich habe gelesen, dass die Geschichte Ihnen Phyllis selbst erzählt. Wie haben Sie das Erzählen erlebt und wie haben Sie danach die Geschichte literarisch verarbeitet? Okay. Also, ja, ich hatte das Privileg, dass ich eben meiner Hauptfigur persönlich begegnet bin. Und zwar schon sehr früh eigentlich, als Kind noch, stand sie plötzlich in der Landarztpraxis meines Vaters und war damals vollkommen verschleiert. Und ich habe zum ersten Mal damals eine verschleierte Frau gesehen. Und meine Mutter hat bemerkt, dass sie ganz blau geschlagen war unter ihrer Verschleierung und hat dann ganz vorsichtig und sensibel eine Beziehung aufgebaut zu ihr. Und das habe ich alles über die Jahre miterlebt. Und meine Mutter war dann auch mit eine Impulsgeberin für ihre Emanzipation. Und nachdem sie die Emanzipation geschafft hatte, also nachdem sie schon geschieden war und die Kinder schon gut verankert waren in den Schulen und so, habe ich sie dann gebeten, dass sie mir ihre Geschichte erzählt. Und das hat sie dann auch gemacht mit einem unglaublichen Vertrauen. Und dann haben wir uns zurückgezogen in ein Kleingartenhaus für eine Woche. Und da habe ich das alles aufgezeichnet, die ganze Geschichte. Und da sind 60 Stunden drum Material dabei gestanden. Ich habe damals schon gewusst, dass das eine ganz außergewöhnliche Geschichte ist und dass die unbedingt erzählt werden sollte. Aber es war eigentlich ein verrücktes Unternehmen, weil ich wollte ein Buch machen, hatte aber überhaupt keine Ahnung, wie ich das jemals kann. Und sie auf der anderen Seite hatte damals noch nie ein Buch gelesen. Also, und trotzdem haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wir machen das jetzt. Und naja, und nachdem, also wie sie mir das erzählt hat, mit dieser ganzen Intimität und mit dieser ganzen Wucht, mit der diese Geschichte kam, ist mir dann auch klar geworden, dass ich damals mit 20 noch gar keine Möglichkeit hatte, die Geschichte zu erzählen. Also ich hatte noch gar keine Sprache und ja, war wahrscheinlich auch noch zu jung. Und 10 Jahre später habe ich mich dann sozusagen an dieses Projekt herangewagt und habe dann begonnen, das aufzuschreiben. Und ja, und ich habe eben dafür die absolut radikale Subjektive gewählt. Das war für mich ganz wichtig, weil ich wollte wirklich also waren mehrere Dinge ausschlaggebend. Erstens war es mir ganz wichtig, dass ich sozusagen ihr einfach ein Gehör schenken kann und eine Wertschätzung entgegenbringen kann. Eine Wertschätzung, die sie in der realen Geschichte ja niemals erfahren hat. Und dass ich damit sozusagen ihre Würde wiederherstellen kann. Wie so ein nachträgliches Korrektiv von Realität. Ja? Und deshalb war es mir wirklich wichtig, aus ihr heraus zu erzählen, einer das Subjektive. Und ich wollte gerne haben, dass der Leser, ich wollte dem Leser so eine Geschichte zur Verfügung stellen oder ein Stück Leben zur Verfügung stellen, aber nur zum Erleben, zum empathischen Erleben von innen heraus. Ich wollte nicht haben, dass er einen oberflächlichen Blick drauf werfen kann, irgendeine Form von Betrachtung, ich wollte diesen Voyeurismus oder sowas absolut verhindern. Und so habe ich dann eben aus dieser, habe ich mich dann diesen Tonaufzeichnungen wirklich aus der radikalen Innenperspektive von der Figur entlang geschrieben. Und ja, also es war, es ist beinahe alles, es ist wirklich sehr nah an dem gelegen, was tatsächlich passiert ist. Was die Geschichte einen Roman macht, ist halt einerseits die Sprache natürlich, genau. In der ich mich der Figur angenähert habe, in der ich aber auch selbst enthalten bin. Und dann vielleicht mehr die Auslassung. Also es ist weniger das Erfunden, als vielmehr die Auslassung. Ja. Natürlich Leben und Buch sind zwei unterschiedliche Dinge, was ein Buch tragen kann. Und das Leben ist sehr episch angelegt. Ich wollte eine ganz genaue Geschichte, eine bestimmte Geschichte erzählen, versucht das sozusagen zu konzentrieren. Also da habe ich mich dann für einige Auslassungen entschieden, aber an sich ist es sehr, sehr, sehr nah an der wahren Geschichte. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ja. Ja, danke. Und wollte ich Sprache noch was sagen, oder? Bitte? Wollte ich noch was sagen zur Sprache? Mhm. Ja. Ja, sicher. dass es mir einfach sehr wichtig war, in der Sprache war mir einfach sehr wichtig, dass ich, also die Geschichte ist ja nicht nur eine Opfergeschichte, sondern die ist für mich ganz entscheidend eine absolute Heldengeschichte. Heldengeschichte, genau. Die Figur so durch die Hölle, aber sie kommt auf der anderen Seite zwar
körperlich und seelisch verletzt, aber im Kern noch ungebrochen wieder hervor. Und die Figur hat so, und auch die reale Person, die Figur hat so eine unfassbare Lebenskraft und so einen Glauben an das Leben und so eine Liebe zum Leben. Und das wollte ich in irgendwas, war auch sozusagen der rote Faden, der die Figur durch diese Hölle sozusagen entlang geholfen hat, da durchzudenken. Und ich wollte diese Lebenskraft, wollte ich irgendwie materialisieren. Das habe ich dann sozusagen gemacht in einer sehr poetischen Sprache, wo ich versucht habe, poetisch der Gewalt, der inhaltlichen Gewalt etwas gegenzusetzen, so eine kleine ästhetische Auflehnung sozusagen gegen die Gewalt, inhaltliche Gewalt. Mhm. Und wo man dann auch sieht, wo ich auch versucht habe zu zeigen, sozusagen, dass die Poesie und die Metaphysik und die Schönheit und des Lebens, dass die neben der brutalen Realität und neben der Gewalt und neben dem Abgrund des Lebens bestehen kann und auch besteht, ohne diesen Abgrund zu verdrängen, aber auch ohne sich ihm zu unterwerfen, dass beides nebeneinander bestehen kann. Und ja, ich glaube, das ist auch eine Hilfestellung für den Leser, wenn er durch diese schreckliche Geschichte geht. Ja. Ja, tatsächlich hat die Sprache so eine Lebenskraft gezeigt. Also deswegen meine nächste Frage wurde die Sprache. Also ich war besonders von der Sprache dieser Romans beeindruckt. Also die Sprache für mich, die Sprache ist einfach eigentlich, aber sie drückt kurze Meinungen auf und die Sprache auch beschreibt Leiden, also sehr. Das ist aber die eigene Sprache von Felice und sich zusammen mit Felice und ihre Leiden entwickelt weiter, wie das den Roman geht. Hatten Sie eine Distanz von der wahren Erzählung oder nicht? Und Sie haben sich in diesem Leid eingenäht. Also ja, Sie haben schon viel von der Sprache des Romans erzählt. Ja, aber. Ja. Was mir sehr wichtig war, ist einfach, also mir war das ganz wichtig, da kann ich vielleicht noch was dazu sagen zur Empathie. Mir war das ganz wichtig, also mir ist es im Prinzip ist es mir darum gegangen, diese Empathie des Lesers mit der Figur zu erzeugen. Und deshalb wollte ich auch, ich wollte nicht nur aus der Figur, aus der Person sprechen, weil das Persönliche hat immer was Trennendes. Durch diese Profilschärfung, durch das, was mich als Person ausmacht, sondern ich wollte eigentlich noch tiefer gehen, wollte aus der Seele. Der Figur erzählen, dort, wo man die archaischen Mechanismen findet, das allgemein menschliche, das Verbindende. Und wenn man auf das trifft, wenn der Leser auf das trifft, dann ist dieser Moment der Empathie kann dann geschehen. Und das finde ich das ganz große Potenzial von Literatur, weil ja der Großteil unserer gesellschaftlichen Probleme und politischen Probleme in einem Defizit an Empathie wurzelt. Und deshalb finde ich, dass das große Potenzial von Literatur und auch die Aufgabe von Literatur, Empathie zu erzeugen. Genau. Das war mir einfach so, war für mich von so großer Bedeutung. Und deshalb wollte ich auch, ich wollte gerne haben, dass dem Leser das möglich wird. Und ich selber habe mich total zurückgezogen. Wollte nicht als Erzähler zwischen dem Leser und der Figur oder zwischen dem Leser und der Geschichte stehen. Genau. Das heißt, ich wollte nicht kommentieren, ich wollte nicht bewerten, ich wollte nicht verurteilen, ich wollte auch keine Analysen geben oder keine Verständnishilfen, die dem Leser einen Ausweg aus dem Erleben ins Verstehen ermöglichen. Sondern ich wollte keine Reflexion, die das Geschehen verharmlost oder ich wollte, dass die Fakten ohne Verständnishilfen einfach die pure Gewalt behalten. Genau. Und das erlebbar wird. Und das war für mich ganz wichtig. Und das heißt, die ganze intellektuelle Überbau habe ich versucht, dass ich den rausnehme, sozusagen. Dann war es mir auch wichtig, dass ich, weil Sie sagen, Leiden, wie ich mich dem Leiden angenähert habe. Ich habe versucht, die Geschichte zu erzählen, aber ich wollte die Emotion nicht verbalisieren. Ich wollte die Emotion nicht am Papier. Ich wollte die Emotion im Leser. Und wenn ich sie schon ausformuliere, muss der Leser sie nicht in sich herstellen. Ich wollte etwas schreiben, was die Emotion des Lesers evoziert. Ja, ja, ja. Ja. Und
Ich stimme nicht zu, dass Blauschmuck noch einen Roman über eine klassische häusliche Gewalt ist. Ich meine, hier weder Felice als Opfer fühlt, noch Yunus als Gewalttäter. Irgendwo im Buch, wenn die Familie die Wohnung in Wien gewechselt hat, Felice sagt, die Natur hier ist ein Paradies. Hier kann man mit den Kindern ins Freie. Hier kann Yunus mich ungestört schlagen. Hier stört uns niemand. Leider, das ist das Gewalt mehr und mehr bei Frauen oder als eine Form der Zuneigung betrachtet. Die häusliche Gewalt ist unter die Decke der Liebe und Pflege versteckt. Leider, ja, ist das immer der Fall auch. Könnte man etwas dagegen tun? Können wir überhaupt als Frauen etwas dagegen tun heute? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir die Gewalt sichtbar machen. Also, dass wir dafür sensibel sind und empfänglich sind, sie auch zu spüren und wo immer wir sie spüren können, dass wir sie sichtbar machen. Genau. In jeder Form, in künstlerischer Weise oder auch in ganz normaler, verbalisierender Form, dass wir sie ansprechen und die Sichtbarkeit ermöglicht dann ja die Auseinandersetzung, die gesellschaftliche Auseinandersetzung und letztendlich die Veränderung. Ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was der Einzelne sozusagen tun kann. Ja. Und vielleicht die Education der diese Frauen, dass wir sprechen, dass sie... Unbedingt, sagen, genau. Naja, das gehört alles im Prinzip, ist dieses Sichtbarmachen, ist das Fundament. Genau. Und das kann ja dann ganz vieles erwachsen, sowohl bildungstechnisch, dass man es in den Schulen schon lehrt, dass man die Frauen einwirkt. Ja. Also aber das Wichtigste ist es, hervorzuziehen unter dem Teppich. Sie nicht schämen, dafür zu sprechen, also in Öffentlichkeit, im Publikum, ja, genau. Genau, Sichtbarkeit, ich stimme zu. Und jetzt kommen wir vielleicht noch ein paar Fragen an die Gegenwart heute. Mehr als ein halbes Jahr, die Welt lebt jetzt in einer Pandemie, leider. Es sieht das Ende noch nicht und diese Corona-Krise wird zu alle und auch zu Künstler und zu Schriftsteller auch. Die Leute haben heute verteilte Meinungen. Tragen wir Masken oder nein? Distanz ja oder nein? Ist es eine reale Gefahr oder unnötige Panik? Dazu kommen auch einige Verschwörungstheorien und so weiter. Hat die Corona-Krise einen Einfluss zu den Künstlern und woher kommen, was meinen Sie, woher kommen diese Differenzen und verteilten Meinungen heute? Ja. Also zur ersten Frage, natürlich hat die ganz massive Auswirkung auch auf die Künstler. Und was man jetzt, also was für mich wichtig ist, ist nur, ich würde das jetzt noch nicht künstlerisch verarbeiten. Wir sind noch mittendrin und ich glaube, es ist immer wichtig, eine gewisse Distanz zu den Dingen zu haben, um auch verschiedene Perspektiven einnehmen zu können oder bessere Einschätzungen zu haben. Also es entsteht jetzt gerade sehr vieles ganz spontan und da bin ich auch nicht so sicher, ob das, also es wäre jedenfalls nicht mein Weg. Ich glaube, ich brauche eine gewisse Distanz dazu, um es wirklich in seriöser Art und Weise künstlerisch verarbeiten zu können. Sonst kann ich nur sagen, dass ich glaube, also der Coronavirus ist ja neu für uns alle, das ist so eine Stunde Null in gewisser Weise für die Menschen, für die Menschheit. Und ich glaube, dass wir, und wir haben einfach kein Wissen oder zu wenig Wissen, das heißt, wir haben keine Möglichkeit, wirklich zu einem guten, präzisen intellektuellen Zugriff, zu einer intellektuellen Auseinandersetzung. Und weil da der Halt fehlt, weil der intellektuelle Halt fehlt im Wissen, deshalb ist sozusagen die Emotion vollkommen freigelassen und unkanalisiert und da kommt eben alles, was Emotion und emotionales Chaos so mit sich bringt. Das Einzige, was wir dagegen wirklich gut tun können, ist, glaube ich, der Versuch, sich auf das Intellektuelle zu fokussieren und zu hoffen, dass wir möglichst schnell möglichst viel Wissen und Erfahrung und intellektuell Begründbares ansammeln können. Ja. Ja, danke. Wir auf jeden Fall diese Quarantänezeit nutzen, um etwas mehr lesen und schreiben. Ja, genau. Also, manche haben so das genützt. Ja, danke.
Und noch eine Frage am Ende. Schreibt Katharina noch etwas Neues und wann können wir etwas Neues erwarten? Also. Etwas Neues, ich kann das natürlich bald beenden. Das kommt auch bald dann nach Mazedonien. Ich bin Ah. noch gespannt, wie du oder ihr. Bald oder sagen wir etwas? Ja, also ich bin jetzt gerade dabei, das abzuschließen. Also ich hoffe, das nächstes Jahr. Ja, super. Ich warte. Okay. Also, jetzt haben wir noch ein paar kleine Fragen von den Lesern hier in Mazedonien, die das Blauschmuck schon gelesen haben. Und sie fragen, was war die größte Überraschung, dass Katharina erlebt hat nach dieser Geschichte, nachdem sie diese Geschichte von Blauschmuck schon erfahren haben? Also, waren Sie schon überrascht oder nicht? Doch die größte Überraschung ist das Eigenleben des Buches, muss ich sagen. Ja? Also ein Buch vervollkommnet sich ja immer erst im Leseprozess, in jedem Leser neu und anders und bei jedem Lesen neu. Und das ist schon faszinierend, dass ich glaube, ich habe jetzt 150 Lesungen gehabt in unterschiedlichsten Ländern und es ist faszinierend, dass es immer wieder neue Leserfragen gibt, neue Blickwinkel von Lesern, dass Lesern neue Dinge auffallen, dass sie Interpretationsmöglichkeiten finden, die ich so in der Form noch gar nicht gesehen habe. Und dass es selbst bei mir so ist, dass ich sage, auch ich selbst entdecke immer noch neue Interpretationen oder neue Facetten am eigenen Text. Und das ist eigentlich die größte Überraschung. Genau. Das Buch lebt weiter, sein eigenes Leben. Ja, Ja, wirklich. wenn außer Schriftsteller geht, ja, sicher. Mia fragt einen Rat an die jungen Schriftsteller. Haben Sie vielleicht einen Rat für die junge Schriftsteller, die möchten etwas schreiben, oder? Es ist, glaube ich, wichtig, das Wesen der Sprache zu erkennen. Und das ist, dass die Sprache lebendig ist. Und sie ist nicht beherrschbar. Absolut nicht beherrschbar. Also es ist so, dass man oft man schreibt ein Wort. Und manchmal verlangt dieses eine Wort nach einem ganz bestimmten zweiten Wort sozusagen. Und Sprache hat eine eigene Form der Entwicklung und sie hat eine Eigendynamik. Und es ist ganz wichtig, auch diese Eigendynamik sie zu erspüren, sie aufzunehmen. Und dann können Dinge entstehen, die einen sozusagen selbst überraschen. Also es ist so, wenn ich versuche immer ein Wort oder einen Satz niemals so zu lesen, wie ich ihn gedacht und geschrieben habe. Sondern ich schreibe einen Satz und wenn ich ihn lese, versuche ich die zweite und die dritte und die sechste und siebte Bedeutung zu erfassen. Und so inspirieren sich Autor und Sprache gegenseitig und Text und Autor wachsen aneinander und ein literarischer Text entsteht aus dem Dialog zwischen Schriftsteller und Sprache. Ja, schön gesagt, sicher. Wie hat Ihr Debütroman Ihr Leben verändert? Jemand hat gefragt. Ja, schön. Hat das Buch etwas bei dir verändert? Bei mir, in meinem Leben, absolut. Ja. Ja, klar. Also ganz vieles. Mhm. War schon ein goldener Schlüssel oder ein Türöffner, absolut. Also, es ist einfach schön, von dem leben zu können, was die eigene Leidenschaft ist. Und es hat unglaublich viele Begegnungen und Reisen und Situationen mir ermöglicht, die ich so niemals erlebt hätte. Und ja, es ist natürlich, man ist so viele Jahre ja alleine mit so einem Buch. Und manchmal ist man auch so alleine damit, dass man sich denkt, vielleicht ist man auch verrückt. Ich glaube, dass das jemals jemand lesen will oder dass jemand jemals sich so reinlebt wie man selber. Und wenn das dann tatsächlich, und das sind schon viele fundamentale Zweifel, die man hat, natürlich. Übrigens bei jedem Buch, glaube ich. Das haben ja auch verschiedenste Kollegen bestätigt, die das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren machen. Aber das ist dann eine unglaublich schöne Überraschung sozusagen. Dass die innere Vorstellung von etwas doch sich nach außen übertragen lässt. Und
und sich noch viele Leute dafür leisten lassen, was man zu lange in sich selber fragen. Das ist schon so sicher, dass, ja. Wie lange dauert eine Research-Phase, zum Beispiel, wenn eine Geschichte hat, wenn man eine Geschichte hat und dann nach fängt zu schreiben, oder wie ist deine Schreibphase? Ich glaube, das kann ich wirklich tun, muss ich überhaupt nicht sagen, wenn jeder Text eine ganz eigene Geschichte ist. Entscheidend ist auf jeden Fall die tagtägliche, leidenschaftliche, präzise Auseinandersetzung mit Leben und Sprache. Und das über Jahre oder ein ganzes Leben lang. Und, also die Zeit am Computer ist in jedem Fall immer die Spitze von uns. Der größte Teil der Arbeit mit dem Insofern. Und dann gibt es Themen, die arbeiten, wie bei diesem Buch, das war uns also gar nicht 10 Jahre lang gebraucht. Über 10 Jahre immer gearbeitet, dann gibt es andere Texte, die überrollen einen einfach so. Ja. Also, das ist ganz verschieden. Genau. Wie das schreibt man, lässt das liegen, wird das später wieder hervor, überarbeitet es neu und anders. Das ist wirklich bei jedem. Ja, sicher, manchmal eine Geschichte braucht man viel Zeit im Kopf zu bearbeiten und danach nochmal zu. Mehr als diese Zeit. Ja, verstehe das, sicher. Und ein kurz, jemand hat gefragt hier, wann schreibt Katharina besser, morgens oder abends? Das kann ich auch nicht sagen. Mein Schreiben bewegt sich zwischen den Spannungsfeldern Disziplin und Inspiration. Aha. Und die Disziplin, die muss ich mir natürlich abverlangen, weil sonst entsteht nichts. Ja, also nicht ein Buch in dem Fall, sondern ein Theaterstück oder so. Aber die Inspiration ist eben auch Grundvoraussetzung. Vielleicht das Wichtigste ist, dass man konsequent auf die Suche geht nach Inspiration. Ja. Manchmal gibt es Phasen, da finde ich sie eher morgens, das finde ich sie eher nachts. Ganz verschieden, auch immer verschieden, in welcher Phase sich der Text befindet. Also wenn man mehr so lektoriert, wenn man überarbeitet, dann ist es besser planbar, wenn es darum geht, neue Zugriffe zu finden oder neue Sprache zu finden, dann braucht das mehr Raum, mehr Zeit. Inspiration. Ja. Okay. Dankeschön. Vielen Dank für dieses sehr angenehme Gespräch, Katharina. Und ich habe es sehr angenehm und ich glaube auch, das Publikum hier in Mazedonien erwarten dieses Gespräch, besonders diese, die deinen Roman Blauschmuck schon gelesen haben. Also, und ich glaube, nach diesen verrückten Zeiten manchmal können wir auch persönlich ein Gespräch machen. Vielleicht guten Anlass wurde dein nächstes Buch, dein nächstes Roman. Ja, ich habe sehr gut. Ich bin neugierig jetzt, was wurde schon das nächste Buch. Und auf jeden Fall werden wir in Kontakt für weiteren Gespräch. Ja, vielen Dank. Ja. Ich danke dir. Yeah, cheers.